Yo, was geht ab, Gang? Willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. Ich habe vor einiger Zeit ja mal ein Video gemacht, wie ihr ganz fix, ganz schnell einen Live-Subscribe-Account in euren Stream einfügen kann. Da möchte ich mich auf jeden Fall bei meiner Community, bei euch nochmal bedanken, dass das Video so heftig ankam mit fast 11.000 Aufrufen. Mega korrekte Sache, auf jeden Fall ein riesiges Danke dafür. Und in diesem Video werde ich euch ganz schnell, ganz fix erklären, wie ihr einen Live-Subscriber-Account in euer OBS einfügen könnt. Da vorhinweg erstmal, das Ganze geht nicht auf dem Handy, soweit ich weiß. Es gibt eventuell irgendeine App, irgendeine Möglichkeit, wo das dann irgendwie geht. Kenne ich bis jetzt nicht, deswegen zeige ich euch das jetzt für OBS. Also ihr braucht Open Broadcaster Software, Link zu der Seite, Link zu OBS und Link zu der Seite, wo ihr Bilder hochladen könnt, findet ihr in der Beschreibung zu den Bildern. Das erfahrt ihr später, wofür das gut ist. Als erstes, wenn ihr auf Streamity ist, also den Link in der Beschreibung, gedrückt habt, müsst ihr euch hier mal einen Account erstellen. Wenn ihr euch den Account erstellt habt, seid ihr entweder auf eurer Profilseite oder auf dieser Seite. Auf eure Profilseite kommt ihr ganz einfach, indem ihr hier oben rechts auf Profil drückt, dann einmal auf die Einstellungen und dann seid ihr auf eurer Profilseite. Hier auf der Seite müsst ihr ein bzw. zwei Sachen machen. Und zwar haben wir jetzt hier unten diese beiden kleinen Kästchen. Hier wird einiges geblurrt sein, weil ich meine YouTube-Kanal-ID euch jetzt nicht veröffentlichen möchte. Deswegen wird hier einiges ausgeblendet sein, weil ich das natürlich schon verbunden habe. Um Twitch zu verbinden, sehr einfach, ihr gebt einfach hier euren Twitch-Kanalnamen ein, wie ich das jetzt hier gemacht habe mit Viral Life, so heißt mein Twitch-Account. Also wenn man jetzt diesen Link hier eingibt mit halt Viral Life, dahinter kommt man direkt auf meinen Kanal. Wenn ihr euren Namen eingegeben habt, drückt ihr ganz einfach auf Verbinden, habt den Kanal verbunden. Bei YouTube ist es ein kleines bisschen komplizierter, sage ich mal. Ihr drückt einfach auf dieses kleine Fältchen drauf und habt jetzt hier ein kleines Pop-Up-Fenster, wo ihr dann nochmal auf diesen YouTube-Link drücken müsst, wo ihr direkt auf diese Seite kommt, wo ihr eure YouTube-Kanal-ID findet. Diese Kanal-ID kopiert euch einfach, das wird by the way auch wieder alles geblurrt sein, damit meine Daten hier nicht veröffentlicht werden. Ihr kopiert euch also die YouTube-Kanal-ID, alles was hinter dem Doppelpunkt steht, einfach kopieren. Ihr geht dann wieder zurück auf Streamities, fügt eure Kanal-ID ein, drückt auf Verbinden und habt somit auch euren YouTube-Kanal verbunden. Je nachdem, wenn ihr nur auf Twitch oder nur auf YouTube streamt, könnt ihr natürlich auch nur das verbinden, wo ihr drauf streamt. Ich habe jetzt einfach direkt mal beides gemacht, weil es halt einfach wenig Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr einfach hier an der Seite auf euren Live-Counter und ihr seht, ich habe jetzt hier schon einen Live-Counter laufen. Das ist halt meiner für meinen YouTube-Kanal und wir gehen jetzt einfach auf Live-Counter erstellen. Wenn ihr den Live-Counter erstellt habt, könnt ihr hier den erstmal benennen. Ich nenne meinen jetzt einfach mal, sagen wir mal Twitch. Ganz einfach, gehen auf Weiter. Plattform wählen ist logisch. Wenn ihr auf YouTube streamt, nehmt ihr YouTube. Wenn ihr auf Twitch streamt, nehmt ihr Twitch. Drückt auf Weiter. Jetzt kommen wir zu der Bildadresse. Das meinte ich eben mit der Seite, wo ihr euer Bild hochladen könnt. Dazu habe ich einfach mal einen Link in die Beschreibung gesetzt. Das wäre diese Seite hier mit Datei-Upload. Das ist pickload.org. Die benutze ich für eigentlich alle Sachen, wo man eine Linkadresse oder eine Bildadresse braucht. Jetzt habe ich hier mein Profilbild von Future Squad. Ich habe kein anderes Bild momentan, deswegen nehme ich jetzt einfach mal das hier. Das zieht ihr einfach in dieses Fenster rein, drückt auf Upload. Je nachdem, was ihr für eine Internetverbindung habt, könnte das etwas länger oder halt nicht so lange dauern. Wenn es hochgeladen ist, nehmt euch den Vorschaubild-Link, sage ich mal, kopiert euch den mit Steuerung C oder einfach kopieren. Geht zurück auf Streamities und fügt diesen Bildlink einfach hier einmal ein. Dann seht ihr, dass hier oben schon direkt das ganze Bild ändert und ihr seid eigentlich fertig. Ihr drückt auf Weiter, könnt die Rahmenfarbe nochmal ändern. Da in dem Bild viel weiß und das herausstechende Pink und Lila ist, werde ich einfach mal so ein dunkles Lila nehmen, damit sich das so ein bisschen dem Bild anpasst. Und das müsst ihr halt dann auf euer Bild, auf euren Kanal oder auf euren Wunsch, müsst ihr das dann halt selbst anpassen, ändern, wie ihr das halt haben möchtet. Der Anzeigename ist der Name, der hier oben drüber steht. Den nenne ich jetzt einfach mal Viro, weil was ist halt mein Gamer- bzw. YouTube-Name und drücke auf Weiter. Und hier könnt ihr jetzt noch ein Design auswählen. Die ganzen Designs sind hier nur für Premium-Nutzer, deswegen könnt ihr halt nur das benutzen. Wenn ihr natürlich Premium habt, könnt ihr alle auswählen. Ich drücke jetzt hier einfach auf Übernehmen, ist halt schon übernommen. Ich habe jetzt einfach nochmal drauf gedrückt und drücke auf Weiter. So, dann müsst ihr hier nochmal eine Rechtsverletzung akzeptieren, und drückt auf Live-Subscriber-Account erstellen. So, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe 89 Abos, das ist richtig. Hier könnt ihr nochmal alles verändern. Wenn ihr soweit seid, braucht ihr diesen schönen kleinen Link, den ihr hier unten findet. Ihr kopiert den Ganzen einfach mal, mit Steuerung C natürlich wieder,
und geht dann bei euch einmal auf das OBS. Jetzt seht ihr hier, dass sich einiges loopt, meine Freunde. Deswegen machen wir mal ganz kurz das Internet die Kleinen, damit es nicht zu krass ist. Ich habe mir jetzt hier eine Tutorial-Szene erstellt und in diese Szene fügen wir jetzt eine Browser Source hinzu. Also dieses Plugin, wo ihr eine Internetseite mit einbinden könnt. Ihr geht einfach auf Browser, benennt die Szene dann zum Beispiel einfach mal als ja, Live-Subscriber-Account, LSC, drückt auf OK und fügt jetzt hier euren gerade kopierten Link von Streamities einmal ein. Breite Höhe ist relativ egal, ihr drückt auf OK und seht, wie dann hier euer Live-Subscriber-Account aufploppt. Wenn ihr jetzt die Taste Alt gedrückt haltet und euren Rahmen zieht, könnt ihr das Fenster hier nochmal ein bisschen kleiner ziehen, damit ihr dieses Fenster nicht so riesengroß habt und ihr dann einfach auf den Counter drücken könnt und den verschieben. Ihr könnt ihn natürlich hier noch größer machen, kleiner machen. Ihr könnt auch das Rest, den Rest hier abschneiden, das wollte ich sagen. Ihr könnt den stretchen und in die Länge ziehen mit Shift, je nachdem, wie ihr den halt haben wollt. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so, wie er ungefähr ursprünglich mal war. Und ja, den könnt ihr jetzt natürlich in euer Bild hier irgendwo einbauen. Ich würde den zum Beispiel einfach jetzt hier oben irgendwo so hinsetzen. Und im Stream sieht man dann immer, wie viele Abonnenten bzw. Follower ich habe. Ja Leute, falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Bei Fragen, wie gesagt, einfach in die Kommentare. Ich beantworte gerne jede Frage. Bei längeren Fragen könnt ihr gerne mal im Discord joinen. Dann versuchen wir da gemeinsam eine Lösung zu finden. Der Link zu Discord ist unten in der Beschreibung. Und falls ihr keine Tutorials rund um YouTube, rund um OBS mehr verpassen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo da lassen würdet. Und somit würde ich sagen, ich bin jetzt raus. Haut rein, meine Freunde. Viel Glück und viel Spaß mit eurem Live-Subscriber-Account. Peace out.